Knoblauch ist eines der ältesten Heilkräuter überhaupt. Schon die alten Ägypter nutzten die heilende Kraft des Lauchgewächses. Medizinisch verwendet wird die Knoblauchzwiebel. Sie enthält schwefelhaltige Verbindungen, deren Abbau führt zum typischen Knoblauchgeruch. Knoblauch wirkt antibakteriell und senkt die Blutfettwerte sowie den Blutdruck. Im Gegenzug wird die Durchblutung gefördert. Daher ist Knoblauch sehr gut zur Vorbeugung von Herz- oder Gefäßerkrankungen wie Arteriosklerose oder bei erhöhten Cholesterinwerten. Knoblauch verwenden Sie am besten frisch, da ist er am wirkungsvollsten. Er desinfiziert den Verdauungstrakt. Entweder Sie kochen mit Knoblauch oder Sie nehmen eine Zehe Knoblauch aufs Brot. Wenn Sie dann den unangenehmen Geruch vermeiden wollen, dann bitte essen Sie einfach frische Petersilie. Es gibt auch Fertigpräparate, aber auch da sollte dieser Geruch sein, wenn er nicht da ist, dann sind die nicht so wirkungsvoll. Wenn Sie blutgerinnungshemmende Mittel einnehmen, dann bitte mit Knoblauch vorsichtig, weil Knoblauch das Blut verdünnt. Fertigpräparate gibt es als Pulver, Extrakt oder Öl. Die Wirkung des Knoblauchs ist wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen. Das bestätigt auch der Biologe Dr. Jörg Grünwald. Er erforscht die Effekte pflanzlicher Heilmittel. Knoblauch gehört zu den bestuntersuchten Heilpflanzen überhaupt. Es liegen Dutzende von Studien vor, die besonders die Cholesterinsenkung belegen. Auch die Blutdrucksenkung und die Verbesserung der Durchblutung ist nachgewiesen. Damit wird der Arteriosklerose und der Bildung von Herz-Kreislauf-Krankheiten vorgebeugt. Bei frischem Knoblauch sind Kontaktallergien möglich. In sehr hohen Dosen können die Fertigpräparate Magen-Darm-Beschwerden verursachen.